Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück bei unserer Rittergeschichte rund um die de la Côte, während wir hier unseren Bruder Anselm sehen, der hier seine junge Gemahlin Giselle, auf die er sehr, sehr lange warten musste, offensichtlich einmal durch das Schloss führt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, vorab eine ganz kurze organisatorische Info reinzugeben. Und zwar haben wir jetzt hier 10 Folgen am Stück gesehen, dieses neuen Projekts, dieser Geschichte des Hauses de la Côte, eines Rittergeschlechtes. Und ja, jetzt wird es 2 Tage Pause geben und dann wird sich dieses Projekt, dieses Let's Play hier auch so ein bisschen in meinen Rhythmus mit eingliedern. Schaut da gerne für Details in meinen kleinen Sendeplan. Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann werden immer 5 Videos am Stück kommen, von Sonntag bis Donnerstag, Freitag, Samstag Pause und dann geht es am Sonntag wieder los. Und ja, ich habe mir sozusagen für die Ende der, ja, nennen wir sie Staffeln, noch so kleine Besonderheiten überlegt. Und erstmal, ich würde das jetzt in diesem Projekt sehen. Ende der Folge wartet dann noch eine kleine Überraschung auf euch, bin ich gespannt, freue mich da gerne auch über Feedback in den Kommentaren. Jetzt wollen wir uns hier aber Anselm und seiner Gemahlin bzw. den anderen Herren bei uns am Hofe nochmal widmen und uns diesen zuwenden, denn ich hatte Ende letzter Folge erklärt, dass wenn es ja größere bedeutende Hochzeiten bei uns am Hofe gibt und wie gesagt, die unseres Bruders ist eine davon, dann werden auch andere Charaktere bei uns am Hof heiraten und ich habe jetzt die Zeit zwischen den Folgen genutzt, hier mal zu schauen und zum Beispiel für einige unserer Ritter geeignete Kandidatinnen rausgesucht, denen sie jetzt den Hof machen werden und wir werden hier dann unsere diplomatischen Fertigkeiten mal spielen lassen, um ein paar Hochzeiten zu arrangieren. Und ihr seht hier auf der rechten Seite die Damen, die hier sozusagen ins Auge gefasst worden sind von unseren Rittern. Wir haben hier zum einen Arsinde. Und Arsinde werden wir jetzt mal einen Vorschlag machen. Wir werden eine Heirat hier arrangieren. Und für sie, wo ist der gute Mann? Giraud, unser Ratsmarschall. Er wird sie hier zur Frau nehmen. Wir werden diesen Vorschlag hier abschicken. Das wird offensichtlich abgenommen oder angenommen. Sie ist ja auch nur am Hofe. Das heißt, sie müsste dann entsprechend auch zu uns reisen. Interessanterweise ist sie direkt in der Nachbarschaft. Wie passend. Dann gibt es hier Adelaide. Die gute Giselle können wir übrigens auch schon wieder rausnehmen. Auch diese Dame hat jemanden bei uns am Hofe gefunden. Und zwar hat unser guter Gautier ein Auge auf sie geworfen. Auch hier werden wir schauen und werden wir mal anfragen. Auch sie wird diese Heirat annehmen. Entsprechend werden wir den Vorschlag abschicken. Dann haben wir hier Serhilda. Sie ist eine absolute Schönheit. Sie ist wirklich wunderschön. Und da ist natürlich die Frage, wer wird hier das Rennen machen? Und ja, kaum zu glauben, aber es wird unser guter Humbert sein. Wir wählen sie hier nochmal aus, der eigentlich eher etwas dümmlich ist, aber er ist irgendwo lüstern und hat als Mann aus einem Hause, zeitweise sehr schön, passt hier überhaupt nicht zu seiner Dümmlichkeit, hat er natürlich die Möglichkeit, hier einer Frau niedrigeren Geburt im Grunde den Hof zu machen oder, naja, sagen wir mal so, ihr im Zweifel keine Wahl zu lassen, beziehungsweise für sie ist es sicherlich eine gute Partie und naja, sie ist durchaus hier im Ränkespiel bewandert. Mal sehen, wer da am Ende des Tages eigentlich die Fäden in der Hand halten wird. Er ist als Lüstling einfach nur von ihrer Schönheit überwältigt und wählt sie deshalb. Dann haben wir Agnes de Sully, auch sie eine Französin. Und sie wird anbandeln mit unserem guten Arnaud. Wo ist er? Auch einer unserer Ritter. Auch das wird angenommen werden. Auch sie bekleidet kein Amt, dürfte also, ist landlos, dürfte entsprechend zu uns an den Hof kommen. Das ist natürlich immer noch eine Gefahr. Ich glaube, wenn die gewisse Ämter bekleiden, dann kann es auch gut sein, dass unsere Ritter unseren Hof verlassen auf der Grundlage einer Heirat. Das wollen wir natürlich nicht. Und zu guter Letzt
Clotilda. Auch sie ist niedriger Geburt und bei ihr werden wir eine Heirat arrangieren mit unserem guten Rainer. Ihr erinnert euch, der Mann, gegen den unser Alberic auch schon mal einen Übungskampf bestritten hat. Auch diesen Vorschlag werden wir abschicken und werden dann auf die Reaktion und Rückmeldung warten, die nicht alle zu lange auf sich warten lassen sollten. Sehr schön. Anno und Agnes, ausgezeichnet, werden hier eine Heirat eingehen, genauso Giraud und Arsinde. Graf Guy von Bresse gibt uns hier eine Rückmeldung. Die gute Serhilda kann für sich selbst sprechen. Das wundert uns nicht. Ebenso Clotilda und zu guter Letzt auch Adelais, auch sie spricht für sich selbst und damit haben wir einige Hochzeiten hier entsprechend arrangiert. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt ist die Frage, was dieses Jahr noch mit sich bringen wird. Wir werfen nochmal einen Blick oder lassen unsere diplomatischen Verbindungen hier nochmal über Frankreich hinaus wachsen. Boah, schon sehr lange kämpfen oder wird hier gekämpft. Die Bretagne immer noch, Schlachten kann sie keine mehr gewinnen. Es geht jetzt hier eigentlich nur noch um Belagerung. Nantes fehlt eigentlich nur noch. Was ja offensichtlich vom Feind besetzt ist. Was den 30% abzieht, das ist eigentlich das, was sie brauchen. Also die sind hier relativ nah dran, ihr Ziel eigentlich zu erreichen. Ansonsten steht es hier gegen die norwegische Invasion eigentlich ganz gut aus. Und hier verteidigt er ja an der Seite von König Philipp, der mit 26 noch immer kein Ehebündnis eingegangen ist. Noch keine Ehe eingegangen ist. Er hat selbst nur noch 600 Mann hier in diesem Krieg. Schwierig, ist da sehr auf seine Verbündeten angewiesen. Und wir blicken nochmal auf unseren Kaiser, wo momentan nichts weiter passiert. Seine Söhne weiter bei uns in der Ausbildung. Gut, ich denke, dann ist es das Ziel unseres Alberic hier, das Jahr in seinen Grafschaften gut zu bestreiten und dann vielleicht Ende dieses Jahres dann endlich auch mal eine eigene Jagd zu veranstalten. In der Zwischenzeit, damit ihr wisst, er ist in der letzten Folge vom Pferd gefallen und das Ganze ist gerade noch so glimpflich ausgegangen. Er hätte auch auf den Kopf fallen können und dann wäre es fast um ihn geschehen gewesen. Dann wäre er unbedeutend, hätte ich beinahe gesagt. Ja, er wäre dann unbedeutend geworden, das auf jeden Fall. Unfähig wäre geworden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff war, aber auf jeden Fall hätte er dann nicht mehr für sich selbst sorgen können. Und damit ihm das auf der Jagd hier nicht passiert und um weiter auch diese Anspannung abzubauen, wird er hier mal etwas Anspannung abarbeiten. Nichts schenkt dem Geist mehr Frieden als ein schneller Puls und ein gesunder Schweiß. Ich werde meinen Körper antreiben, bis mein Geist Frieden findet. Leider bekommt er da ein wenig schweißiger Gestank. Aber nun gut, ich denke, das ist es ihm wert. Wir werden uns hier auch informieren lassen, denn als fleißiger Charakter obendrein wird er, glaube ich, diese Entscheidung und dieses Training tun, fast immer, wenn es ihm auch möglich ist. Okay. Als ich die nächste Runde um meine Residenz laufe, spüre ich bereits, wie meine Sorgen zusammen mit dem Schweiß von mir abfließen. Manche mögen sagen, dass ich vor meinen Problemen davonlaufe, doch ich sage, ich laufe auf Lösungen zu. Sehr schön. Und noch eine Runde. Ja, dann werden wir uns jetzt auch im Laufe des Jahres, und ich denke, wir werden hier im Frühsommer, vielleicht im April, auch die Einladung verschicken und werden jetzt auch entsprechend dann aber hier nach einem Oberjägermeister auch suchen müssen. Und hier gibt es, wie gesagt, einige, die gut geeignet sind. 50,5 ist so sein Wert. Wer überzeugt uns denn da am meisten? Von Giraud haben wir noch die beste Meinung.
Minus 10, weil er lüstern ist und wegen der Kulturakzeptanz. Ja, das sind so Sachen, die, glaube ich, aber unseren Alberic nicht allzu sehr stören. Ich denke, er ist vielmehr vielleicht auch hier von der körperlichen Erscheinung von Gautier irgendwo beeindruckt. Wir werden ihn mal zu unserem Oberjägermeister machen. Damit kann er dieses Amt bekleiden und wir werden hier jetzt unsere Jagd planen. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir entscheiden. Wählt eine Beute aus, eine Vielzahl von einheimischen Tieren. Wir können jetzt eine normale Jagd machen oder wir können mit Falken jagen. Die normale Jagd ist aktuell ausgewählt. Ja, aber wir hatten mit den Greifvögeln nicht so großen Erfolg. Wir wählen hier eine normale Jagd. Außerdem haben wir bei uns sehr viele Wälder, Hügel. Es ist jetzt nicht das größte Gelände, um mit Greifvögeln zu jagen, sondern mehr eine Jagd, wo man sich, glaube ich, auch gut im Schutz der Wälder, der Gebüsche, des Dickicht vom Wild verstecken kann und entsprechend auf die Art und Weise auch Pirsch machen kann oder hier eine Treibjagd oder dergleichen veranstalten kann. Stolze und verschlagene Bestien pirschen durch die Wildnis. Sie zu überlisten und zu besiegen, stellt den Mut auf die Probe und schärft das eigene Können. Sehr schön, das werden wir bestätigen. Jetzt müssen wir noch auswählen das Reiseziel. Die Orte, die auswählen können, sind auf der Karte markiert. Okay, ist alles innerhalb unserer Ländereien. Manche Orte sind besser für die Jagd geeignet als andere. Die Erfolgschance ist in Provinzen erhöht, die wild sind, abgelegen sind, in denen es kürzlich Sichtung gab oder die besondere Gebäude haben. Hier gibt es kein Besitztum, das ist ein Vorteil, und Hügel. Hier gibt es keine Vorteile. Hier gibt es eine hohe Entwicklung, da werden die Tiere eher schon verjagt. Hier auch. Hier auch. Hier haben wir Hügel und Jagdreviere in Föhr, dann ist das, glaube ich, die beste Chance. Dann werden hier die Jagd veranstalten. Ja, hier innerhalb unserer eigenen, da brauchen wir jetzt auch keine Bergsteiger oder dergleichen. Und ich denke, unser Ziel hier ist, weiter Diplomatie zu betreiben? Ja, ich denke schon. Es wird weiterhin das Ziel sein, hier Diplomatie zu betreiben. Und zwar denke ich in Richtung des Kaisers. Das werden wir entsprechend bestätigen. Gäste verwalten, wow. Mehr als 20 Gäste wurden eingeladen. Reise 80 Tage wird annehmen. Herzog Pierre wird nicht annehmen, sehe ich das richtig? Oh, primär, weil er bei schlechter Gesundheit ist. Können wir hier jetzt noch filtern? Jetzt wird er das nicht mehr annehmen. Das war doch eben positiv. Ah, okay, wir können hier entscheiden, wen wir einladen, nach Kategorie. Und wenn wir nur mit Höflingen und Gästen, dann kommt natürlich auch der Kaiser nicht. Verstehe. Hofjäger Rivalenaffären haben wir nicht. Ruhmesjäger-Vasallen haben wir wahrscheinlich auch nicht. Enge Verwandte werden wir einladen, weitere Verwandtschaft denke ich auch. Ja, unseren Lehnsherrn auf jeden Fall.
Unsere Vasallen auch, das sind unsere Bürgermeister, unsere Ritter auf jeden Fall auch und unsere Mitvasallen. Also unsere Ritter, aber dann vielleicht nicht zwingend andere Höflinge. Ja, Freunde können wir noch da hinzunehmen, haben wir aber, glaube ich, keine. Weitere Verwandtschaft, in Anführungszeichen im weitesten Sinne. Die Mitvasallen, das macht natürlich am meisten aus. Er wird nicht annehmen. Okay, die Entfernung macht hier aber nichts aus. Okay, das passt und dann werden wir hier die Einladung verschicken. Wird hier wieder ins Horn geblasen. Ich richte ein großes Ereignis in Forez aus und es ist Zeit für unsere Abreise. Endlich habe ich die Möglichkeit, meiner Leidenschaft nachzugehen und mein Geschick zur Geltung zu bringen. Endlich eine eigene Jagd. Ich kann es kaum erwarten. Es gibt nichts Besseres als eine gute altmodische Jagd. Ich glaube allerdings nicht, dass unser Alberic das als altmodisch empfindet. So, und wir sind auch schon da. Allerdings ist sonst noch niemand da. Klar, wir haben auch mit Abstand die kürzeste Anreise. Während wir auf die Ankunft der übrigen Gäste warten, können meine Diener mit den Vorbereitungen beginnen. Die Wildhüter suchen jeden Tag die Länderei nach Anzeichen von Beute ab und errichten ein Lager in der Nähe der Jagdreviere. Ich habe meine Ausdrücke und mein Pferd viele Male geprüft. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Kaiser Heinrich ist noch nicht eingetroffen, doch es wird nicht lange dauern, bis mein Plan sich mit ihm anzufreunden oder ihm näher zu kommen, in die Tat umgesetzt werden kann. Sehr gut. Bald. Jetzt sehen wir schon, welche Gäste hier eintreffen. Ein weiterer Vorzug ist für uns wählbar. Das werden wir auch noch tun. Treue und Respekt. Es gibt Boni in Bezug auf unsere gute Martha. Okay, es dauert tatsächlich auch noch 4 Monate, bis die Jagd beginnt. Okay. Solche Aktivitäten muss man tatsächlich früh im Jahr planen. Ganz offensichtlich. Wir warten noch auf 12 weitere Gäste. Dabei geht es um den legendären Hügel von Leiden. Jahrhundertelang glaubte man, ein kleiner Hügel in Leiden sei eine Art Grabhügel oder die letzte Ruhestätte einer längst verstorbenen legendären Figur. Wer diese Figur war und wie sie dort begraben wurde, hängt stark davon ab, wen man fragt. Manche sagen, es sei das Grab eines großen Kriegers, der bei der Verteidigung seiner Heimatstadt gegen ein Monster oder gegen eine eindringende Horde starb. Andere sagen, es handelt sich um einen heiligen Mann oder eine heilige Frau, die Wunder vollbracht hätten. Wieder andere behaupten, es handle sich um einen verehrten Ahnenmonarchen, der ein gerechter Herrscher war. Unabhängig davon, wer es war, falls dort überhaupt jemand begraben liegt, hat sich unsere gute Martha kürzlich nach einem Besuch für diese heilige Stätte interessiert. Nun hat sie mir vorgeschlagen, etwas Geld auszugeben, um einen kleinen Schrein auf dem Hügel zu errichten, wo die Einheimischen ihren Respekt erweisen können. Die Frage ist, wer macht das? Oder was glaubt sie, wer ist dort begraben und hätte sie eine solche Ehre verdient? Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber es könnte sein, dass das hier ein Event aus dieser Event-Mod ist, die ich nutze. Glaube ich deshalb, weil die Übersetzung so ein klein wenig holprig ist. Diese Mod hat auch eine deutsche Übersetzung, die aber meines Wissens mit so einem Sprachübersetzungsprogramm erstellt worden ist und quasi nicht händisch übersetzt worden ist und deswegen so ein paar Stolpersteine da mit drin hat. Wenn das so ist, freue ich mich sehr, dass so coole Mods, also oder so coole Events mit dabei sind. Ich denke auch deshalb, weil der Text so relativ lang ist, könnte sie daher sein. Sollte es ein Event aus dem Spiel an sich sein, freue ich mich auch da sehr drüber. Ich bezweifle es aber fast
ein wenig. Es hat keinen Sinn, wir wissen nicht, wer dort begraben liegt und ob es überhaupt jemand Wichtiges war. Dort muss ein Krieger begraben sein. Ein Schrein wird die örtliche Garnison inspirieren. Schrein eines legendären Kriegers, Schrein für eine legendäre Person oder Schrein eines legendären Monarchen. Okay, und wir haben dann Zugriff auf Besuch des Grabhügels. Oh, das ist ja interessant. Dort muss ein Priester vergraben sein. Ein Schrein wird den Priester und Gott ehren. Oder ein alter Monarch. Nein, also ich denke, im Sinne unseres Alberic, er ist sicherlich der festen Überzeugung, wenn so ein Grabhügel da errichtet, er wird dann für einen Krieger, also dort muss ein Krieger begraben sein. Vielleicht ist dieser Grabhügel jetzt auch bei der Jagd entdeckt worden. Sehr schön. Schrein eines legendären Kriegers. In dieser Region gibt es einen Hügel, der der lokalen Legende zufolge die letzte Ruhestätte eines großen Kriegers ist, der Monster oder eine eindringende Horde besiegt hat. Vor kurzem wurde dort ein Schrein zu Ehren dieser legendären Figur errichtet, der derzeit ein beliebter Ort für viele Einheimische ist, die ihn besuchen und ihm ihre Ehrerbietung erweisen möchten. Sehr, sehr schön. Vielleicht nochmal die Frage an euch, ob ihr dieses Event auch kennt, dann würde das ja dafür sprechen, dass das ein Event aus dem Spiel ist. Solltet ihr das alle nicht kennen, dann ist es vielleicht auch aus der Mod. Also wenn ihr das Spiel im Grunde vanillamäßig spielt und dieses Event kennt, dann schreibt es gerne einmal in die Kommentare, würde mich interessieren. Okay, also wir werden jetzt hier diesen Grabhügel errichten, 25 Gold. Das ist zwar teuer, aber nicht das große Problem. Und jetzt schauen wir mal. Müssten wir ja hier, wo war denn das immer noch zu sehen? Verbessertes Weideland, Ortsheiliger und Schrein eines legendären Kriegers. Aufgebote und Garnison ist erhöht, sowie die Steuern. Und wir haben jetzt diese Entscheidung. Übt für ein Turnier. Okay, auf den ersten Blick sehe ich es jetzt nicht. Mal schauen, wir hätten da ja eigentlich auch hinreisen können. Vielleicht können wir es aber auch nicht, weil es sozusagen direkt in unseren eigenen Landen ist. So, bald beginnt jetzt auch endlich unsere Jagd. Frederik hatte noch sein Kampfgeschick erhöht. Giraud, unser Marschall, macht da wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Wir warten aber weiter gespannt auf den Beginn unserer ersten eigenen Jagd. Edles Wild. Gautier, der Jägermeister, trommelt die Gesellschaft zusammen, als das Licht über den Jagdrevieren aufgeht, die sich ins Gelände, ins Tiefland von Föhr schmiegen. Die örtlichen Wildhüter haben die nähere Umgebung nach Fährten und Losungen durchkämmt. Ohne jeden Zweifel hält sich ein mächtiger Hirsch in der Gegend auf. Beute, die eines Königs, oh ja, hoffentlich auch eines Kaisers, würdig ist. Gautier strahlt. Wir haben eine recht imposante Jagd vor uns. Okay, wir können jetzt entscheiden, schaffen wir uns ran, damit wird es gefährlich. Ich möchte etwas mit Elan jagen. Oder ich würde lieber einen Fuchs aufscheuchen. Nein, schaffen wir uns daran. Tapfer, fleißig, wie wir sind, werden wir, wie gesagt, auf diesen Rothirschen machen. Also, auf geht's. Reinhard Meinung von Arnaud verloren. Okay. So, und wir haben offensichtlich die Möglichkeit, uns jetzt endlich nochmal mit dem Kaiser zu unterhalten. Während die Jagdgesellschaft auf Rückmeldung der Laufhunde wartet, ruht sie sich auf einer schattigen Lichtung aus. Heinrich steht in der Nähe, das ist meine Chance, ihn zu beeindrucken. Mein Kaiser, wie geht es euch? Wir haben ja nicht oft die Gelegenheit, uns zu unterhalten. Wir berichten ihm vielleicht von seinen Söhnen. Eröffne ich ungezwungen das Gespräch. Jetzt können wir hier über Jagdvögel sprechen. Das passt ja mal gar nicht, weil wir ja selber eigentlich kein großer Falkner sind. Ich bedauere die armen Tiere. Ein gut verwalteter Wald gießt ein wahres Füllhorn an Geschenken aus.
Sonderlich verwaltungsinteressiert ist er nicht. Ja, wir werden hier an seine tatkräftige Seite, denke ich, appellieren. Es gibt auch nichts Besseres als eine gute Jagd. Alles andere passt aus meiner Sicht nicht. Oder naja, vielleicht können wir hier versuchen, auch so ein wenig, naja, unseren eigenen Wald, unsere eigene Verwaltung zu loben. Etwas Fishing for Compliments vielleicht an dieser Stelle. Ich meine, zumindest haben wir gehört, dass wir hier auf sehr bedeutende, sehr imposante Tiere Jagd machen können. Also werden wir mal sagen, ein gut verwalteter Wald gießt ein wahres Füllhorn an Geschenken aus, nicht wahr? Schauen, wie jetzt darauf reagiert. Ah, okay, es hatten keine besonders gute Wirkung. Scheint ihn nicht sonderlich zu interessieren. Naja. Okay, aber wir haben wohl noch mal eine Möglichkeit. Meine Gruppe und ich pirschen durch ein Wäldchen die Augen auf jedes Anzeichen eines Rothirschen gerichtet. Aus dem Blätterdach über uns ertönt ein leises Zwitschern, das immer lauter wird, je weiter wir vorankommen. Es ist ein Nestling, der nach seiner Mutter schreit. Ein flinker Jäger holt ein flauschiges Raubvogelküken, das noch nicht flügge ist vom Baum. Was für ein Glück! Nur wild gefangene Küken können ordentlich für die Jagd abgerichtet werden. Ja, sehr schön. Wir können hier ihm einen Jagdgreifvogel schenken. Jetzt erkenne ich überhaupt auch erst dieses Symbol. Ich habe mich immer gefragt, was das für ein Symbol sein soll. Jetzt hier haben wir den Schweif, die Flügel, die Klauen, den Schnabel. Also ich denke, es gibt auch nichts Besseres, keine bessere Gelegenheit, als das dem Kaiser zu schenken. Meine Jäger sagen, sie wüssten, wo sich die Rothirsche verstecken und welche Wasserlöcher und Futterstellen sie oft aufsuchen. Obschon es alles andere als ein leichtes Unterfangen wäre, könnten wir das Männchen, den Hirschbock, vielleicht mit unserem Bogen überrumpeln, wenn wir uns vorsichtig anschleichen. Nein, echte Jäger treiben ihre Beute in die Enge. So werden wir das versuchen, den Hirsch mit dem Speer zu erlegen. Das ist mehr die Art unseres Alberic, das Tier zu konfrontieren. Meine Sicht auf die Welt verengt sich auf die Natur um uns herum, als wir den Hunden auf der Fährte, den fliehenden Hirschen durch das unwegsame Gelände folgen. Meine gesamte Aufmerksamkeit gilt allein der Fährte und ich höre nur noch das Donnern der Hufe, das Bellen der Hunde. Der Rufe der Männer Erregung durchfährt mich, als wir langsam Boden auf unsere Beute gut machen. So dicht dran, gleich hab ich dich. Nach einem stundenlangen Ritt drängen wir das gerissene Tier endlich in die Ecke. Unsere Hatz war nicht umsonst. Das erschöpfte, vor Panik schnaubende Tier ist in die Ecke gedrängt, kurz vor dem Umfallen und völlig verängstigt. Der mächtige Rote stellt zornig die Enden seines Geweihs zur Schau. Noch ist sein Kampfeswille nicht ganz bezwungen, obschon es von Hunden und Speeren entschuldigt, umzingelt ist. Ich werde es abschließen. Ich werde das Tier selbst erlegen. Puh, es besteht die Gefahr einer ernsten Verletzung. Gut, hier der Schuss gebührt euch. Nein, das werden wir nicht tun. Wir können jetzt unseren Speer werfen. Also, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, das dem Kaiser zu überlassen, würden wir es, glaube ich, dem Kaiser überlassen. Aber auf diese Art und Weise will unser Alberic das Tier selbst töten. Das ist seine Jagd, er möchte sich hier beweisen. Ich werde das Tier selbst erlegen. Ihr seht die Gefahr dort unten. Offensichtlich war es aber erfolgreich. Ich hebe den Speer und gehe vorsichtig, oh, ist noch nicht. Doch ihr tötet den Rothirsch. Ich dachte, es ist noch nicht vorbei und gehe vorsichtig auf das erschöpfte Tier zu. Ich wähle den Augenblick sorgfältig und bohre dem Tier meine Klinge tief ins Herz. Nimm das.
Und damit ist diese Jagd beendet. Wir haben ein berühmtes Geweih hier erlangt, werden auch nicht mehr übermannt. Dem Ruf der Wildnis zu folgen, ist stets ein Abenteuer, nicht mehr von Anspannung übermannt. Ist stets ein Abenteuer und dieser Ausflug bot Gutes wie Schlechtes im Überfluss. Es gibt wohl keinen größeren Nervenkitzel, als ein mächtiges Tier zur Strecke zu bringen. Gauthier leitet als Oberjägermeister das Ausweiden an. Plump wird der Kadaver abgezogen, bevor die Wildhüter die Sache übernehmen. Wir legen den Anteil der Hunde auf das ausgebreitete Fell, bevor wir aufbrechen und nach Hause zurückkehren. Wir können es jetzt dem Kaiser überreichen oder selbst als Andenken behalten. Nein, ich denke, wir werden es treuherzig, wie wir sind, auch unserem Kaiser übergeben. Sehr schön. Und damit, denke ich, war das auch eine sehr erfolgreiche Jagd. Der Vorsatz, uns hier mit ihm anzufreunden, ist gescheitert, aber er dürfte doch hier sehr dankbar sein, genau für, also nicht wegen des schweißigen Gestanks, aber das gute Gespräch, und eigentlich müsste er sich doch auch hier für das Geschenk bedanken. Wir schließen unsere Jagd ab, kehren nach Hause zurück. Sehr schön. Und haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Jagd hinter uns gebracht. Hier wird uns jetzt was angezeigt. Ein Schmuckstück. Ich sehe allerdings nichts und eigentlich ist ja auch das, was wir gefunden haben, eher ein, na nun ja, ein Hofartefakt, hätte ich gedacht. Nun gut, wir werden sehen, wir werden uns dem nach dieser erfolgreichen Jagd dann aber in der nächsten Staffel zuwenden. Und jetzt habe ich, wie gesagt, noch ein kleines Schmankerl für euch, wie am Anfang der Folge angedeutet. Wir sehen uns dann wieder am kommenden Sonntag, 13 Uhr geht es hier weiter. Ich freue mich, wenn ihr auch dann weiterhin und wieder mit am Start seid. Bis dahin, macht es gut, euer Henri.